Ja, Leute, was man nicht alles tut für die Liebe, ne? Ey, so ein Livestream, sag mal doch, Alter, das ist nicht anstrengend. Das ist wirklich harte Arbeit. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Also ich sag mal, Philos Content entwickelt sich die letzten zwei Wochen jetzt nicht so krass, weil da wird einfach nur Rosis Restaurant geguckt. Das Röstgemüse mit Weißwein und Brühe ablöschen. Wir haben das Bingi Bingi. Hast du Lust, ein paar... Bruder, wie deep muss in der Materie drin sein, dass du Bingo mit Rosinen zu essen? Ein Bierchen mit uns zu trinken. Ich kann heute nicht. Nee, ich muss halt ein bisschen Content machen. Sorry, ich habe echt jetzt 7 Tage nichts gemacht. Bruder, du guckst 7 Stunden Rosins Restaurant und sagst nichts dazu. Ja. Wenn ich Gast wäre, ne, und würde hier stehen, ne, und würde das sehen, ne, dann würde ich sofort wissen, wie euer Laden läuft. Wow. Das sieht einfach so aus wie, keine Ahnung, wenn das jetzt nach rechts schwenkt und da sitzt einfach Papa Platte und streamt, dann wäre ich nicht überrascht. Ja, der war gut. Das sieht echt widerwärtig aus. Das gibt mir so ein bisschen OG-Tanzverbot-Vibes. Yo, Leute, Double Peace. Go for Ahsoka, when I'm a loser. Can't relate to Jason, so I'm a the reader over. Bruder. Drama, Assi-TV, Alter. Damn, boy. Was kriegst du für eine Schratzhose, Digga? Alle sagen, er hat den Tim Gabel gemacht. Was ist das? Auf jeden Fall hat er den Tim Gabel gemacht. Ist das Maul, ey. Ich habe noch nie eine Hose gesehen, die so sehr hodenbetont. Gleich Hoden liegt gar nichts. Ein bisschen so, die Pommes schön drauf und so. Das ist Imbiss 2020 5.2. Was? Das bringt doch auch nichts, Innovation, oder? Sorry. Das ist ein geiler. Wie lachst du denn? Sumatra kommt hierher, pennt in einem Hochbett bei Kuba for free. Dann bin ich ja bei meiner Bude, die kostet ja am Tag 1000 Dollar. Da wollte ich mir schöne Zeit meiner Freundin verbringen. Jetzt kommt Sumatra, lebt 4 Tage. Und dann musst du nur eine einzige Nacht in New York selber zahlen. Anstatt dass er wie Chef Strobel im Hotel in der Nähe von uns ist, dass wir uns treffen können, fährt er 4 Stunden außerhalb von New York. Und er hat noch nicht mal ein Zimmer. Er hat so eine Kapsel. Sein Zimmer besteht 6. aus 8 Betten übereinander gestapelt. Und du kletterst in so eine Kapsel das ist rein, doch nicht hört, sein fucking Ernst. Wie so einem Sarg. Das kann ich nicht fassen, Digga. Sumatra fährt von Stuttgart nach Hamburg. Also wie geierhaft musst du denn sein? Und mit einem Blablacar Fahrgemeinschaft mit 6 Leuten im Auto, in einem Twingo für 6 Euro. Und dann nimmt er sich nicht ein Hotel für 30 Euro die Nacht, sondern er macht dieses Couchsurfing-App. Er kann bei einer random Rentnerin auf der Couch pennen im Wohnzimmer, eine richtig kleine, unbequeme Mistcouch für einen 10er die Nacht. Und schafft es also, ein Wochenende zu verbringen in Hamburg für 16 Euro aus Stuttgart. Er ist die Inkarnation eines Schwaben. Auch hier der richtig aggressive Konkurrenzkampf, der hier losgegangen ist. Da hinten war die ganze Zeit ein Stand, der Ice Cold Water für $1 verkauft. Und dann kommt er dazu. Ice Cold Water, $1 Ice Cold Water. Mit einem Megafon stellt sich mitten auf den Platz hier und verkauft auch Ice Cold Water für $1. Digga, der redet dir in der Auktion, hört ihr das? $1. Als ob er die ersteigert. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Oh, wieso kommt der so dicht auf mich zu? Dann ist er so dicht bei mir dran. Jetzt, der ist von da ganz hinten direkt auf mich zugekommen und steht jetzt vor mir. Okay, gut, der geht weiter. Oh, Glück gehabt. Oh, das wäre stressig gewesen. Stell dir mal vor, der Trimax komplett überbordert. Den finde ich auch nicht so nice. Kriegt eine 6 von 10. Oh, guck mal, du bist doch nicht so. Sünde. 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 Wir sind mittlerweile angekommen. Ja. Boah, wir müssen irgendwann mal Hunde ranken. Let's go! Oh, der Hund ist wirklich, der ist so... Oh mein Gott, das war bisher der schlimmste Hund in New York. So aus wie Leide. So, weil da hast du es direkt schon mal eine 9 von 10. Super Hunde, klasse Hunde. Der? Ja, der checkt's gar nicht. Oh Gott, der hat's nicht gecheckt, wo der Ball ist. Nee, lockig. Wieder alle lockig und lange Haare. Der schwitzt 3 von 10. Kommen wir da rüber. Was haben wir da? Kleines rattenmäßiges Viech. Ich nicht genau, reicht nur für eine 2 von 10. Blöder Wichser, Junge. Der typische Bulldog im Wasser, der ist mit seinem Pfötchen im Wasser. Das gibt Pluspunkte. 8 von 10. Da haben wir einen kleinen Hund, der nur... Regt sich darauf, dass er eine zu kleine sagt, ein französischer Bulldog eine 8 von 10 oder was? Oh, Hängen geblieben. 3 von 10. Oh Gott, alle da hinten, alle, die ganze Reihe da hinten, 1 von 10. Sünde. Unter der Bank. Dann eine Prise Salz. So ein Wichser. Keiner hat Ahnung, wie viel eine Prise ist.
Keine Ahnung, war jetzt vielleicht zu viel, vielleicht nicht. Eine Prise ist das zwischen Daumen und Zeigefinger? Willst du mich gerade flachsen? Eine Prise Salz ist das zwischen den Fingern einmal? Ich habe eine Handvoll reingemacht. Ach du Kacke. Ja, deswegen ist das so scheiße. Bruder, ich kann besser kochen. Ein bisschen Salz fehlt. Das könnte wirklich süßer sein, aber es ist ehrlich okay. Wenn die jetzt jemand mir geben würde, würde ich jetzt nicht sagen, boah, die sind krass übersalzen. Ich würde sagen, das sind okaye Muffins. Das Wichtigste im Dschungel ist, übersalzene Muffins? Kämpfen, beißen. Es kommt weniger auf die Skills an, die man hat. Es kommt darauf an, wie viel man aushält. Kannst du tatsächlich Wildschweine vertreiben, indem du zweistimmig pfeifst? Was ist? Ich hab Eichhörnchen in der Hose. Was ist in meinem Hals? Irgendwas ist an der... Was ist los? Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ah, ja, ich hab's! Ein Stopp! Und Vorsicht vor den Madeira-Bären. Ich bin das Einzige, was man hier fürchten sollte. Arr. Miau. Okay. Das war der Cringe-Clip für heute. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Achtung, Achtung, Witz des Tages, liebe Freunde. Ein Mann im Geschäft für Angelbedarf. Was kostet denn diese Angel? Verkäufer? 15,99. Das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Huch, ich glaube, hier ist noch Frauen. Ja, reicht eigentlich auch schon wieder. Kram an, nehmen wir runter. Ah. Das riecht ja richtig gut. Hast du gerade an meiner benutzten Binde gerochen? Nein, an dem Router. Du hast an meiner benutzten Binde gerochen. Benutzt? Buddy? Natürlich war die benutzt. Was passiert, wenn man seine Periode hat? Das ist unangenehm. Ronny Berger wahrscheinlich bei Seven vs. Wright dabei. Fritz hat eben... Boah, das wäre krass. Würde ich ihn richtig gönnen. Und Fritz, das Handy ist auf laut. Ja, machen wir es kurz und knapp. Ich muss dich um was bitten. Was... Vielleicht unangenehm ist für dich, aber ich glaube, ich habe am Popo eine Zecke. Ich habe die gerade entdeckt, es hat angefangen zu jucken. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Also ich werde jetzt hier diese Hose runterziehen. Ja, aber du hast recht, warte mal. LOL. Glaubst du, du kriegst sie mit den Fingern wirklich raus? Hier ist das schrecklich. Das ist jetzt sehr viel Wasser. Alles voll mit Zecken. Warte, ohne Spaß, dieses Jahr müsste so aufpassen. Alles voll mit Zecken. Der kleine Hund von meiner Mom. Immer voll mit Zecken. So eine Scheiße. Die Finger wirklich raus? Hier ist das schrecklich. Das ist hier sehr viel Wasser. Er ist Macher. Ihr wisst, Macher. Wie wir das handhaben im Chat. Wir haben nicht viele Regeln, aber wir bleiben respektlos. Respektlos? Wir bleiben respektvoll. Kennt ja viel. Ne? Ronny, alles gut. Es tut mir leid. Ich wurde gerade von einer Ratte gebissen. Lol, sie kam wirklich. Oh mein Gott, wie süß. Oh, das ist eine Ratte. Wenn ihr genau hinguckt, Leute. Erwischt. Ja. Ich bin komplett auf Schlüssel gefallen. Wenn ihr hinfällt, steht auf. Egal ob Fahrrad, Skateboard oder das Leben. Ihr müsst immer wieder weiter aufstehen, so wie ich jetzt. Stein, Kamel, Auto, Fahrradgänger, Fußgänger, Totgänger, Rotgänger, alles. Ihr müsst immer wieder weiter aufstehen und jetzt steht auf und folgt euch. Digga, der ist so lost, ne? Das war absolut wild. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.